Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch 2 Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Beziehungsgestaltung. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung. Aus, das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister. Ein Kommentar für die Ewigkeit. Wir wissen alle direkt, worum es geht. Deutschlands erster Fußball-Weltmeistertitel 1954 war für sehr viele ein Ereignis von großer Bedeutung. Hören wir diesen hochemotionalen O-Ton, werden Erinnerungen wach, auch bei vielen Menschen mit Demenz. Hörzeit, Radio wie früher, ist eine Radiosendung im Stil der 1950er Jahre für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Die einzelnen Folgen behandeln zeitlose Themen und zielen darauf ab, Menschen mit Demenz durch vertraute Klänge zu erreichen. Da Menschen mit Demenz vor allem durch Emotionen erreicht werden und kaum eine Sportart so viel Emotionen und Begeisterung auslöst wie Fußball, gibt es natürlich eine Hörzeit mit dem Titel Fußball, der Ball ist rund. Eine Sendung über Schiris, Schwalben und Torschüsse, mit deren Hilfe Sie mit Ihren Angehörigen mit Demenz ins Gespräch kommen können. Es erwarten Sie viele bekannte Lieder, ein Live-Mitschnitt direkt aus dem Stadion und Originalkommentare aus dem Finale von 1954. Erhältlich unter www.medhoch2-verlag.de und in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. Eine Demenzdiagnose bei einem An- oder Zugehörigen verändert einiges in der Beziehung, sei es in einer partnerschaftlichen, freundschaftlichen oder in einer Eltern-Kind-Beziehung. Wie kann man es schaffen, in guter Beziehung zu bleiben? Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Ich habe einen großen Respekt vor meiner Frau. Ich finde es großartig, wie sie damit umgeht, wie sie sich dem stellt. Zum Beispiel Thema Autofahren. Ich erlebe, dass das ein ganz, ganz kompliziertes Thema bei manchen Leuten ist. Und da sagt die Adelheid, mir ist es zu viel. Mir ist es zu anstrengend. Oder dieses Angehen, sich die, ich nenne das jetzt mal so, die Diagnose zu holen. Was ist mit mir los? Dieses Offensive da drin. Ich möchte wissen, was mit mir los ist. Solche Momente sind doch wichtig. Und die erleichtern auch dann das Zusammensein. Also auch diese Art von Selbstreflexion und Selbststeuerung, was die Adelheid in ihrer Schule mit ihren Kindern, in der Freien Alternativschule Kreuzberg, mit ihren Kindern lernte. Das hat sie mir damals erzählt, Selbststeuerung. Das heißt also, sich selbst regulieren zu können mit dem, was in einem selber passiert. Großartig. Und das zieht sich dann bis heute durch. Und wie kriege ich dann wieder diesen Respekt voneinander hin, indem ich sehe, dass die Adelheid ihren Beitrag leistet, ihr es dazu gibt, was sie kann und hat. Das ist Christian Peters. Er und seine Frau Adelheid Sieglin sind knapp 70 und seit mehr als 40 Jahren zusammen. Er war Betriebswirtschaftler und ist heute Rentner. Sie war Grundschullehrerin und hat gegen viele gesellschaftliche Widerstände die freien Alternativschulen in Deutschland mit aufgebaut. Sie ist heute Pensionärin. Die letzten 20 Jahre haben die beiden im gesamten deutschsprachigen Raum Seminare zu gewaltfreier Kommunikation gehalten. Im Dezember 2020 wurde ihr die Diagnose Demenz gestellt. Es hat sich natürlich alles verändert, weil er hat seine Arbeit gehabt, ich habe meine Arbeit gehabt, wir haben zwei Kinder gehabt und die Kinder waren da schon älter. Da war jetzt nicht mehr, ihr seid nur noch zu Hause, sondern waren auch ausgeflogen. Ja, für mich war es natürlich erstmal auch ein Schock und gleichzeitig eine Erleichterung, weil es für mich immer schwieriger war zu arbeiten. Und insofern war ich auch ein Stück froh, aber auch befremdet, weil ich bin von klein auf dem Bauernhof aufgewachsen, dass immer was zu arbeiten gibt. Ja? Und jetzt gab es irgendwie nicht mehr so viel zu arbeiten. Ja. Eine andere Welt für mich.
Ich war auch entlastet, weil es auch drückte im Hirn, im Körper, so anders zu werden. War nicht so einfach. Ist auch nicht immer so einfach, auch jetzt noch. Weil es geht um die Vergesslichkeit, ganz klar. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit Malen. Und das mit großem Erfolg. Als wir das Interview geführt haben, fand kurz zuvor die sehr gut besuchte Vernissage ihrer Bilder in einem Berliner Krankenhaus statt. Ihre Kunstwerke und der dazugehörige Katalog bekamen begeisterte Rückmeldungen. Ihr Mann ist dabei immer an ihrer Seite. Disbalancen in der Beziehung, die gibt es. Aber beide haben gelernt, damit umzugehen. Die lassen sich ja gar nicht vermeiden. Wenn ich heute uns anmelde für den Feldenkreis- und Pilateskurs morgen, frage ich Adelheid, hast du Lust, dass wir da morgen hingehen? Sagt sie jetzt ja. Ich kann ziemlich sicher sein, wenn ich dann also morgen um 15 Uhr sage, wir gehen dann nachher zum Feldenkreis und Pilates, dann sagt sie, wie, heute? Es wird also morgen nicht in Erinnerung sein. Das sind Beschreibungen für Disbalance, weil es gibt Löcher in dem Erinnerungsvermögen. Für mich ist wichtig, vorher darüber zu sprechen, hast du Lust dazu, dass wir morgen Abend zum Feldenkreis, Sonntag zum Tanzen gehen? Und dann hole ich mir in dem Moment, wo man sich dann meinetwegen auch anmelden muss, das Ja. Das Ja wird aber Adelheid vergessen. Und das Ereignis auch. Und dann kommt etwas Neues hinzu, dass ich sagen kann, wir haben darüber gesprochen, du hast zugestimmt, du hast es mitgewollt. Und jetzt, um dieses gut zu lösen, dafür braucht es Vertrauen. Ich nenne das einfach nur Vertrauen, dass wenn sie sagt, wie, warum jetzt? Ich weiß doch, meinetwegen, morgen Nachmittag könnte schönes Wetter sein, dann lass uns doch noch ein bisschen spazieren gehen. Dann werde ich sagen, wir haben darüber gesprochen und wir haben uns angemeldet und ich möchte, dass wir dann jetzt auch dahin gehen. Und da muss es großes Vertrauen geben, dass Adelheid weiß, sie kann dem, was ich sage, vertrauen. Ach so, wir haben darüber gesprochen, ungefähr so, ne? Vertrauen muss wachsen und eine Auseinandersetzung mit der Erkrankung, am besten miteinander, ist wichtig, damit die Beteiligten weiterhin gut in einer Beziehung leben können. Das erlebt auch Dr. Katharina Geschke. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Oberärztin der gerontopsychiatrischen Station der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz. Wenn dann eine Diagnose steht, dann ist es auch möglich, ja, Wege zu finden, damit umzugehen oder das einzuordnen. Nichtsdestotrotz passiert es ja im Verlauf dieser demenziellen Entwicklung, dass die betroffenen Menschen Dinge nicht mehr vollständig können, an ein oder anderen Stelle im Verlauf dann zunehmend Unterstützung benötigen, Hilfe benötigen im Alltag und gerade in einer Partnerschaft dann auch ein gewisser Rollenwechsel stattfindet. Und da einfach ganz plakativ, ne, die Ehefrau, die sich noch nie um Versicherungen oder eine Steuererklärung gekümmert hat bisher, weil das immer der Ehemann gemacht hat, muss da plötzlich unterstützen, helfen, übernehmen. Und umgekehrt der Ehemann, der sich plakativ noch nie um den Haushalt gekümmert hat, muss da plötzlich Haushaltsmanagement übernehmen. Das ist in ganz, ganz vielen Kleinigkeiten im Alltag der Fall. Und da ist es dann tatsächlich häufig herausfordernd, nichtsdestotrotz die Paarbeziehung stabil zu behalten, weil da findet ja mit diesem Rollenwechsel auch eine ganz große Kippe statt und da weiterhin dann darauf zu achten, dass man in den Bereichen, wo möglich, weiterhin ein Paar bleibt. Für Christian Peters war es am Anfang ganz wichtig, sich zu informieren. Was ist Alzheimer-Demenz und wie geht das oder was passiert da? Und damit ich mir ein Bild davon machen kann, was da geschieht oder was da auch, ich sag mal, auch weggeht an Fähigkeiten, an Kapazitäten, an Selbstverständlichkeiten. Und das nächste ist dann die Annahme von diesem degenerativen Prozess bei meiner Frau. Und das heißt akzeptieren, dass es so ist. Und wenn die Fragen, die dann auftauchen,
sich wiederholen, vielleicht auch in recht kurzen Abständen, stundenmäßig oder tagemäßig, dann jede einzelne Frage ernst zu nehmen und korrekt zu beantworten. Verweise auf frühere Antworten sind tödlich und machen depressiv oder wirken deprimierend, nach dem Motto, was habe ich schon wieder vergessen oder so, das brauche man nicht. Sondern es ist wirklich so, dieses Annehmen und Ernstnehmen von jeder einzelnen Situation, das heißt, diese Unterschiede, die dann da sind, auch zu würdigen. Beide finden ihren Weg miteinander. Sie besuchen Selbsthilfegruppen und lassen sich auf die Veränderungen ein. Ja, aber manche Leute wissen auch gar nicht, wie sie mit dem umgehen sollen. Und wir haben einfach geguckt, dass wir in die Richtung gehen, wie können wir es jetzt noch schön machen, ja. Und man kann auch sagen, jetzt geht ja alles runter, gell? Dann kann ich das nicht mehr, dann kann ich das nicht mehr, dann kann ich das nicht mehr. Klar geht es in so eine Richtung, mal langsamer, mal schneller und mal ist mal Ruhe auch eine Weile. Also auch da spüren, weiterhin spüren, was spüre ich in mir, was spüre ich, wo mir weh tut. Oder also sich selber auch ernst nehmen, wie kann ich mit dem, was ich jetzt lebe, wie kann ich mit dem was anfangen? Ja? Also ich möchte auch weiter noch lernen, sonst werde ich ja ganz doof. Wir sind ja erwachsene Leute. Und wenn man in so eine Richtung geht, dann bin ich wieder die Adelheid, die was machen kann. Ja? Und nicht, es geht ja alles gar nicht mehr und so. Da kann man sich echt fertig machen. Was unser Zusammenleben zum Beispiel auch mit und nach dieser Diagnose verändert hat, ist die Körperlichkeit. Also die Zärtlichkeit, Zusammensein, Berührungen. Wir turteln miteinander und ein Kuss hier oder ein Streicheln dort. Das ist sehr viel. Auch das sexuelle Leben und Erleben und Vergnügen miteinander möglich ist. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Auch wenn wir beide sehr, sehr darauf bedacht sind, dass wir da nicht in eine Disbalance kommen, sondern dass es gemeinsame Erlebnisse sind. Das ist wichtig. Ich finde, das macht sehr viel aus, was die Nichtsprachlichkeit dann anbetrifft. Einerseits kommen wir mit der Sprache gut zurecht und auf der anderen Seite aber auch mit der Nichtsprachlichkeit, uns zu zeigen, wie wertvoll es ist. Was meinst du Nichtsprachlichkeit? Ja, dass wir uns berühren. Dass sie dich in den Arm nehmen und aufeinander zugehen und miteinander erleben. Mhm. Und das ist uns beiden sehr wichtig. Frau Sieglin und Herr Peters haben sich von Anfang an intensiv mit der Diagnose und den möglichen Folgen für ihre Beziehung auseinandergesetzt. Das ist einfach wichtig, denn mit der neuen Lebensrealität umzugehen, lernt man am besten gemeinsam und wenn möglich mit Unterstützung von außen. Dr. Katharina Geschke hat mit Kolleginnen und Kollegen ein Buch über das Programm FRIDA herausgegeben. Das ist die Abkürzung für Frühintervention für Menschen mit demenzieller Entwicklung und deren Angehörige. Einen Untertitel gibt es auch noch. Es ist ein Behandlungsmanual für eine dyadische Gruppentherapie. Was heißt das alles und wie kann FRIDA Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen dabei unterstützen, weiterhin eine gute Beziehung zu haben? Fangen wir mal damit an, warum FRIDA eine Frühintervention ist, das heißt relativ schnell nach der Diagnosestellung ansetzt. Im frühen Stadium einer demenziellen Entwicklung sind die Menschen mit der demenziellen Entwicklung noch vollumfänglich fähig dazu, ihre Wünsche zu äußern, für diese einzustehen, in Planung für die Zukunft zu gehen, Gespräche darüber zu führen. Wenn wir das Ganze erst in einem mittelschweren Stadium von einer Demenzerkrankung machen würden, wäre dieses gekippte Rollenverhältnis ja schon so fortgeschritten, dass man überhaupt nicht mehr intervenieren könnte. Man muss dafür sorgen, dass beide Partner psychisch stabil bleiben. Und da muss man wirklich für sorgen. Ne? Da kann man nicht sich hinsetzen, Däumchen drehen und sagen, wird schon, sondern man muss aktiv dafür sorgen und dann einfach echt so Schlagwörter wie positive Aktivitäten, Selbstfürsorge, dass man da auch gegenseitig guckt, was ist gut für dich, was ist gut für mich, was ist gut für uns beide, wo können wir das wirklich aktiv in unseren Alltag einbauen, wo kommt es schon bei uns beiden zu
Kommunikationsproblemen? Wo reden wir jetzt schon manchmal aneinander vorbei? Wie können wir aktiv dafür sorgen, dass wir da eben nicht uns zerstreiten, sondern dass wir das auch identifizieren, dass jetzt hier ein Missverständnis vorlag? Und wie können wir vorbeugen, dass weitere Missverständnisse kommen? Das sind so Bereiche, wo ich denke, da kann man wirklich was für tun, da kann man auch vorsorgen. Und dann aber halt bis hin zu, wie will ich mal leben, wenn diese Demenzerkrankung fortschreitet. Interessant fand ich zu hören, ab wann für Frau Dr. Geschke jemand pflegender Angehöriger oder pflegende Angehörige ist. Wir sagen tatsächlich dazu, ab dem Moment, wo man mitdenken muss. Wenn wir beispielsweise Angebote machen für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenzerkrankungen, sagen ganz viele, ja, das ist ja schön, aber ich bin noch kein pflegender Angehöriger. Ich komme dann wieder, wenn es soweit ist. Und dann erklären wir immer, dass das für uns eben nicht heißt, dass man schon körperliche Pflege, beispielsweise Pflegeleistungen übernimmt, sondern dass das für uns wirklich schon heißt, ab dem Moment, wo man Aufgaben übernimmt, wo man mitdenkt, wo man anfängt, mitzuversorgen, sozusagen, ne? Ich habe von der anderen Seite her, gerade auf meiner Station, habe ich ganz oft diese Situation, dass pflegende Angehörige umgangssprachlich bis zum Umfallen alles alleine gemacht haben und dann beispielsweise sagen, mein Mann hätte nie gewollt, dass er von jemand Fremden gewaschen wird. Und ich sage dann immer, naja, könnte Ihr Mann noch was dazu sagen? Oder hätte er vor 3 Jahren, hätten Sie das mal besprochen, dann hätte er sicherlich nicht gesagt, liebe Ehefrau, bitte pfleg mich, bis du umfällst. Sondern er hätte gesagt, dann hol bitte einen Pflegedienst dazu. Und das, denke ich, sollte man wirklich frühzeitig miteinander besprechen, damit es eben nicht zu solchen Situationen kommt. Aber das ist leichter gesagt als getan in den Tagen und Wochen nach der Diagnosestellung, in denen ein Wust von Gedanken und Sorgen viele überwältigt. In dieser Zeit brauchen Menschen einfach Unterstützung und werden leider immer noch so oft mit der Diagnose alleingelassen. Aus diesem Grund wurde Frieda vor etwa 20 Jahren konzipiert und ist mittlerweile fester Bestandteil des Behandlungsangebotes der Gedächtnisambulanz der Universitätsmedizin Mainz. Es ist wirklich das Ziel, den Betroffenen plus deren Angehörigen in diesen 12 Sitzungen alles an die Hand zu geben, was für die nächsten Jahre wertvoll für sie sein kann. Und am Ende ist es, wenn man es dann wieder in irgendwelche Schlagworte packen will, Verhinderung von Depression, Verhinderung von Stress und Überforderung, Verhinderung von frühzeitigem Umzug in Pflegeheimen, Krankenhausaufnahmen. Frieda ist eine dyadische Gruppentherapie, sprich alle beide nehmen teil. Ganz klar, weil die Menschen mit der demenziellen Entwicklung ja eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung haben und die irgendwann nicht mehr auf sich alleine aufpassen können und sich alleine um sich kümmern können. Das heißt, der Angehörige benötigt auch all das Wissen an der Hand, um das fortzuführen. Dann gibt es bisher ja viele Programme, die nur auf die Angehörigen abzielen oder nur auf die Menschen mit demenzieller Entwicklung abzielen. Und wir sagen aber, es ist total wichtig, dass das beide zusammen machen, weil es ja hier auch darum geht, die Paarbeziehungen weiter zu stärken. Deshalb dyadisch. Ein paar Zahlen. In der Regel nehmen 5 Paare teil. Es gibt insgesamt 12 Sitzungen zu je einem Thema. Jede Sitzung dauert 1,5 Stunden und die Treffen finden alle 2 Wochen statt. Dass es eine Gruppe ist, hat einige Vorteile. Zum einen natürlich ressourcenschonend, zum anderen aber auch wirklich ganz klar, man kann hier ganz toll diese Gruppenwirkfaktoren nutzen. Ne? Es bringt viel mehr, wenn die sich gegenseitig erzählen, wie sie mit umgehen und da jemand ist, der schon das toll macht und von dem man das abgucken kann, als wenn ich die ganze Zeit erzähle, so hat man das aber zu tun. Ein Beispiel, das wir fast in jeder Gruppe erfahren, ist das Beispiel, dass Menschen mit demenzieller Entwicklung häufig nicht erzählen, dass sie diese Diagnose haben. Dann haben wir aber in der Regel 1-2 Menschen in der Gruppe, die das erzählen und die sagen dann, also hör mal, wenn du dem noch nicht mal erzählen kannst, dass du diese Diagnose hast,
ist das denn dann wirklich noch ein Freund? Oder die berichten dann, was für tolle Erfahrungen sie damit gemacht haben, die Diagnose mitzuteilen. Und was für positive Rückmeldungen und Feedback sie in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis gekriegt haben. Und das regt viel mehr diejenigen, die es bisher nicht erzählt haben, dazu an, es dann endlich zu tun, als wenn ich sage, sie müssen das aber erzählen. Jede Sitzung beginnt mit einer psychomotorischen Einheit, die Körper und Gehirn aktiviert. Nach einer kognitiven Stimulation geht das dann ins jeweilige Thema. In den ersten Sitzungen geben wir sehr viel Input dazu, was ist denn überhaupt Alter und Altern, was ist denn kognitive Stimulation und warum ist das wichtig, was ist denn diese Demenzerkrankung überhaupt, wie kann man das behandeln. Dann gibt es so Themenblöcke, wo es mehr so ums psychosoziale, sozialmedizinische geht, mit Vorsorge, Unterstützungsmöglichkeiten, Wohnen, technischen Hilfsmitteln. Und dann gibt es ein paar Sitzungen, die sehr psychotherapeutisch sind. Ne? Umgang, Selbstfürsorge, Kommunikation. Wir können hier nicht jede einzelne Sitzung darstellen, deshalb greife ich zwei Themen heraus. Zunächst eines, das so wichtig ist für eine gute Beziehungsgestaltung, Kommunikation. Das ist ja schon das Typische auch, gerade bei der Erstvorstellung beispielsweise in der Gedächtnissprechstunde, ne? Dass dann der Angehörige erzählt, also mein Mann kann das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr und vorgestern hat er das falsch gemacht. Und das ist eben wirklich ein No-Go. Und das melden wir auch schon immer gleich bei der Erstvorstellung in der Gedächtnissprechstunde rück, dass das nicht geht. Also das ist die allererste Regel, miteinander und nicht übereinander. Eine zweite Regel ist, dass wir Defizite nicht unkommentiert stehen lassen, sondern dass, wenn wir Defizite nennen, auch immer Ressourcen daneben nennen. Gestern hast du mir mal wieder falsche Sachen aus dem Keller mit hochgebracht und stattdessen eben sagen, ich habe mich total gefreut, dass du mir beim Kochen geholfen hast. Ich habe mir Sorgen gemacht, als du die Kartoffeln statt dem Mais hochgebracht hast aus dem Keller. Vielleicht machen wir das nächste Mal so, dass du einen Zettel mit runternimmst. Am besten gleich mit Lösungen dabei, mit einem Vorschlag dabei. Und auch, ich glaube, das Wichtige ist auch wirklich dieses, ich habe mir Sorgen gemacht. Ne? Nicht, du hast schon wieder falsch gemacht. Da geht auch gleich unsere dritte Regel mit auf, ne? Ganz viel Lob und positive Verstärkung bitte. Ich meine, das ist auch eine Grundregel im Umgang mit Menschen mit demenzieller Entwicklung oder mit Demenzerkrankung, ressourcenorientiert und nicht defizitorientiert. Ein weiteres Thema ist der Umgang mit der demenziellen Entwicklung. Zunächst wird gemeinsam gesammelt. Was für Veränderungen sind denn seit der Diagnosestellung, seit der demenziellen Entwicklung aufgetreten? Ne, was ist denn im Alltag anders? Was hilft Ihnen im Alltag? Was ist schwer für Sie? Welche Wünsche hätten Sie an Ihre Umgebung? Wie möchten Sie selber mit umgehen? Und dann erklären wir, was so die Standardabläufe sind, die wir sehen bei Menschen mit demenzieller Entwicklung und ihren Angehörigen. Also so der Standardablauf oder Teufelskreis, ne, den besprechen wir dann auch zusammen. Da ist der Standardablauf wirklich Bemerken der Gedächtnisprobleme und daraufhin entstehen negative Gedanken und Einschätzungen, Wut, Angst, Trauer, Scham, sozialer Rückzug. Das führt wieder dazu, dass man seine positiven Aktivitäten, seine kognitive Stimulation, seine körperlichen Aktivitäten reduziert, was eigentlich dazu führt, dass die Gedächtnisprobleme weiter fortschreiten. Und der Angehörige ist genauso in diesem Teufelskreis drin. Der bemerkt auch die Gedächtnisprobleme, sorgt sich. Wenn sich der Mensch mit der demenziellen Entwicklung dann zurückzieht, versucht er die ganze Zeit zu aktivieren und zu motivieren und zu korrigieren, was dann eher zu Streit und Konflikten führt. Und dazu versuchen, diesen Teufelskreis auch gemeinsam zu durchbrechen. Und dafür ist es einfach wichtig, zu hinterfragen, wie entsteht denn mein Verhalten? Was für Gedanken und Gefühle sind denn da dabei? Und dann gemeinsam nochmal zu suchen, wie könnte es besser gehen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Frieda-Gruppen bleiben danach in Kontakt, was natürlich auch eine wertvolle Ressource für die Zukunft ist. Die Gruppen gibt es im Moment in ein paar ausgewählten Gedächtnisambulanzen im Rhein-Main-Gebiet. Gut wäre es natürlich, wenn es im ganzen Land Frieda-Gruppen geben würde. Weil man damit, indem man jetzt Zeit investiert, ganz viel Belastung, Stress und Zeit in den nächsten Jahren sparen kann. Das sehr anschaulich geschriebene Manual bietet Anleitungen für jede Sitzung, sodass zukünftige Gruppenleiterinnen und Leiter sich daran entlanghangeln können.
Idealerweise Psychologinnen und Psychologen, aber es können auch andere Fachleute sein. Wenn es da jemanden gibt, der seit 20 Jahren in dem Bereich Beratung, Aufklärung arbeitet und beispielsweise ursprünglich Sozialpädagoge war und da schon viele psychosoziale Therapien gemacht hat, will ich nicht absprechen, dass der nicht auch fähig ist, das zu machen. Aber man sollte schon Erfahrung haben in der Beratung und im Umgang mit Menschen mit demenziellen Erkrankungen und deren Angehörigen. Den Link zum Buch über Frieda setzen wir Ihnen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de. In unserer Sendung geht es um Beziehungsgestaltung. Und dazu gibt es sogar einen sogenannten Expertenstandard. Der genaue Titel ist Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz. Hier machen wir mal einen kleinen Schlenker zur Beziehung von professionell Pflegenden und Menschen mit Demenz. Sonja Köpf, Geschäftsführerin der Alzheimer Gesellschaft Brandenburg, erklärt, was das eigentlich ist, ein Expertenstandard, und hier insbesondere der zur Beziehungsgestaltung. Er bedeutet zunächst mal, dass alles relevante Wissen, was wir eigentlich schon viel, viel länger als den Expertenstandard haben, dass alles relevante Wissen zusammengefasst wird. Wie kann Pflege, Unterstützung von Menschen mit Demenz in stationären Einrichtungen, in Krankenhäusern, in ambulanten, teilstationären Einrichtungen gestaltet und organisiert werden? Und es geht darum, was muss ich an Strukturen schaffen, damit ein ganz wichtiges Prinzip in der Pflege umgesetzt werden kann, nämlich Beziehung vor Funktion. Das will heißen, ich muss erst einen Kontakt zu jemand haben, ehe ich irgendeine Dienstleistung, eine pflegerische Tätigkeit ausüben kann. Und das ist das absolut Zentrale an diesem Expertenstandard, nämlich deutlich zu machen, es geht darum, Strukturen so auszurichten, dass Menschen erst Kontakt aufnehmen können, ehe sie loslegen, irgendwas zu tun. Was müssen denn dann Pflegekräfte können, damit sie in der Lage sind, diese Beziehung auch zu gestalten? Natürlich gibt es keinen abzuarbeitenden Maßnahmenkatalog für Beziehungsgestaltung, so wie zum Beispiel für die Versorgung einer Wunde. Aber es gibt eine Haltung, die beschrieben werden kann. Ich gehe immer von der Person aus und ich nehme Kontakt auf, ich nehme wahr, was ist gerade. Und wenn ich wahrnehme, dass da gerade jemand Angst hat, weil schon wieder jemand Fremdes ins Zimmer kommt, dann kann ich nicht sagen, so, jetzt ist die Körperpflege dran, dann wird es nicht funktionieren. Dann habe ich Menschen, die sich vielleicht in meinen Haaren festkrallen oder die sich steif machen und nicht pflegen lassen. Ich brauche den Kontakt und muss wahrnehmen, was ist los. Und dann kann ich loslegen und mich einschwingen auf die Geschwindigkeit, auf die Emotion meines Gegenübers. Das ist im Grunde genommen das, was der Expertenstandard beschreibt, der für Pflegekräfte, für Einrichtungen natürlich auch eine Herausforderung ist, weil dann alles auf den Prüfstand gestellt werden muss. Da muss genau geguckt werden, sind wir denn dann mit unserem Schichtbetrieb noch so richtig aufgestellt? Wie kann ich gewährleisten, dass dann eine Person vielleicht gerade dann geduscht, gepflegt, gewaschen wird, wenn es für sie der richtige Zeitpunkt ist und nicht, wenn es in die Abläufe der Einrichtung passt? Und das ist schwerer planbar, schwerer organisierbar und deshalb eine Herausforderung. Wir machen mit diesem Expertenstandard nichts Geringeres als Personalentwicklung, aber gleichzeitig auch Organisationsentwicklung, weil sich alles verändern wird oder vieles verändern wird im Ablauf. Ist oft so das Argument, alles hängt davon ab, welche Haltung die Mitarbeiter haben. Mein Gegenargument wäre, ja, du musst einen Kontext schaffen, in dem sich so eine Haltung auch entwickeln kann. Ich muss ein Management in der Einrichtung haben, wo personenzentrierte Ideen belohnt, unterstützt werden, wo Menschen, die sich dafür einsetzen, positives Feedback bekommen und so weiter und so weiter. Das heißt also, das Thema Gerontopsychiatrie und Demenz muss ein wesentlicher Inhalt sein, auf den hin die gesamte Dienstleistung immer wieder ausgerichtet wird.
Also ich gebe mir mal hier ein Beispiel. Wir haben jetzt eine Küchenfee, die macht da also jetzt die hauswirtschaftliche Versorgung und die hat eine schöne hauswirtschaftliche Ausbildung gehabt und deswegen möchte sie, dass für das Mittagessen alles ordentlich gedeckt ist und dass alles feinsäuberlich ausliegt, aber da möchte sie nicht, dass irgendwelche dementen Leute ihnen dazwischen funken. Also wird ab 10:30 der Aufenthaltsraum abgeschlossen, damit sie dort alles wunderbar richten kann und dann kommen die um 11:30 rein und müssen sich aber bitte schön da auch dort hinsetzen und sich so verhalten, wie sie sich das vorgestellt hat, denn sie will ihr schönes hauswirtschaftliches Drama hier ausführen. Das wäre dann zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, da fehlt es eben an Haltung und Kompetenz oder da gibt es zwar eine Kompetenz, aber die ist nicht durch die Demenz hindurch gedacht. Das ist Christian Müller-Hergel. Er ist einer der Autoren des Expertenstandards Beziehungsgestaltung. Der gelernte Altenpfleger und studierte Theologe hat viele Jahre am Dialog- und Transferzentrum Demenz der Universität Witten-Herdecke gearbeitet. Dort hatte er immer den Anspruch, Forschung im Hinblick auf ihre Verwertbarkeit für die konkrete Praxis auszuwerten. Herr Müller-Hergel ist ein streitbarer, kluger und hochempathischer Anwalt für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Auch wenn es im Expertenstandard um die professionelle Pflege geht, vieles trifft auch auf die Situation zu Hause zu. Auch für Herrn Müller-Hergel ist wichtig, die An- und Zugehörigen dürfen von Anfang an nicht alleine mit der Diagnose bleiben. Er sieht die Gesellschaft in der Pflicht, Familien, in denen eine Demenzdiagnose gestellt wurde, von Anfang an auf ihrem Weg zu begleiten. Die Vorstellung ist grundlegend, dass eigentlich die Öffentlichkeit, die Stadt, die Gemeinde eigentlich, ich sag mal, eine gewisse Fürsorgepflicht haben sollte, Angehörige in diese Situation nicht unvorbereitet hineinwachsen zu lassen. Dass es erfahrene Menschen gibt, das können auch ehemalige, sehr erfahrene Angehörige sein, die sich dann regelmäßig an diese Familien wenden und ein bisschen sie supervidieren, begleiten. Also kommt ihr klar, wie geht es euch? Braucht ihr Hilfsmittel? Braucht ihr Unterstützung? Wie ist dein Belastungserleben? Welche Hilfen nimmst du denn in Anspruch? Wie reagiert der Rest der Familie? Wie gestaltest du eigentlich jetzt deine Freizeit? Ja, dass es da sowas wie ein kontinuierliches Begleiten gibt. Hier möchte ich gerne auf das Projekt Ehrenamtliche Erstbegleitung nach der Diagnose Demenz der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft aufmerksam machen. Den Link dazu und zur Sendung, in der wir darüber gesprochen haben, setzen wir Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Für Herrn Müller-Hergel ist wichtig, dass eine Begleitung auch immer einen Blick auf die Beziehung haben und gegebenenfalls Klartext sprechen sollte. Eine der wichtigsten Vorhersagen für die Beziehung ist, dass man bislang eine gute Beziehung hatte. Ja, also wenn die Beziehung zum Angehörigen bislang schon schwierig, angespannt, ausgebrannt ist, wenn man lange Merkzettel mit sich herumträgt, dann sollte man tunlichst von der Pflege seines Ehegatten oder seiner Ehefrau Abstand nehmen. Ein anderer wichtiger Faktor ist vielleicht auch die Einschätzung der eigenen Persönlichkeit. Also wie gehe ich mit Stress um, mit Belastungen um? Werde ich dort sehr schnell überlastet, wütend, aufgeregt, hilflos? Das Dritte ist vielleicht, habe ich mich auch ein Stück weit professionalisiert, also Pflegekurse gemacht, gehe ich in Angehörigengruppen, gehe ich zu Demenzgruppen, welcher Art auch immer, um mich zu beraten. Also einmal, wie ist die Beziehung bisher gelaufen, wie schätze ich meine eigene Persönlichkeit und meine Stressempfindlichkeit ein, also meine neurotischen Potenziale. Das Dritte ist, inwiefern suche ich mir aktiv Begleitung, Unterstützung, auch für mich selber. Das wären vielleicht so drei Ankerpunkte, die man zu überlegen hat. Und wenn an diesen Ankerpunkten es viele Fragezeichen gibt, dann sollte eigentlich die professionelle begleitende Kraft sagen, lassen Sie bloß die Hände davon. Dann ist ein Heimaufenthalt trotz aller Schwierigkeiten besser, sodass Sie entspannt Ihre Frau dort besuchen können, anstatt sie in Gefahr kommen, sich selber und ihrer Frau furchtbaren Schaden zuzufügen, ohne dass sie das wollen.
Für Frau Köpf vermittelt der Expertenstandard Beziehungsgestaltung zum einen, dass An- und Zugehörige genau hinschauen, wie es dem Menschen mit Demenz gerade geht, aber genauso, wie es einem selbst geht. Das eigene Leben geht ja auch weiter. Ich kann mich ja nicht nur auf meinen Partner, meine Partnerin, meine Mutter, meinen Vater, wen auch immer ich zu Hause versorge, konzentrieren. Aber ich sehe da eher auch noch mal so eine Anregung für Angehörige, eben auch sich noch mal genauer zu überlegen, was macht mir eigentlich Freude mit meinem Partner? Und nicht nur zu sehen, der ist jetzt krank oder die ist jetzt krank, sondern zu sehen, da gibt es viele Gemeinsamkeiten und wie kann ich diese gemeinsamen Freuden, wie kann ich das, was uns immer gemeinsam Spaß gemacht hat, was wir gerne getan haben, wie kann ich das aufrechterhalten und auch da gucken, wie kann so eine Biografie einer Beziehung auch tragen durch schwerere Zeiten. Ich glaube, übers Leben verändern sich Beziehungen immer. Also die sind zu Beginn einer Beziehung immer anders als ein paar Jahre später. Und auch in der Demenz verändert sich die Beziehung wieder. Und wie sehr kann ich akzeptieren, dass sich Beziehungen auch verändern und nicht in Stein gemeißelt sind? Und wie sehr kann ich als Tochter akzeptieren, dass mein Vater, meine Mutter, wer auch immer, die Großmutter, auch bei Enkelinnen ist das ja ein Thema, jetzt so anders ist und ich eigentlich eher diejenige bin, die sorgen muss, die sich kümmern muss und ich nicht mehr diejenige bin, die sich von der Großmutter umsorgen lässt, wobei auch Großmütter das weiterhin tun können und auch gerne tun, wenn ich ihnen die Chance gebe. Also den Blick nochmal zu öffnen und sich nicht nur so einzuengen und drauf zu schauen, was jetzt nicht mehr geht, sondern zu gucken, was geht denn trotz allem noch an Gemeinsamem oder wo kann ich vielleicht auch den anderen loslassen, dass er mit anderen Gemeinsames noch tut und ich dann Dinge für mich alleine auch tun kann. Gestern haben wir dann auch einen Spaziergang gemacht und am Nachmittag kam die Sonne raus. Da legt sich dann die Adelheid ins Gras. Und es wäre nicht meine Idee gewesen. Und dann fragt sie mich, ob ich mich auch mal mit hinlege. Dann kommt die Adelheid auf die Idee und legt sich ins Gras und guckt einfach in die Wolken. Ich konnte gar nicht in die Wolken gucken, weil mich das so geblendet hatte. Also habe ich mich dazugelegt und bin also sozusagen ihrem Impuls gefolgt. Und ich glaube, nach einer Weile habe ich gemerkt, dass ich eingeschlafen war. Ich habe eingeschlafen. Also ich finde, das beschreibt es ganz gut. Dann kann ich auch diesem Impuls mitnehmen und dem nachgehen und ja, ich schlafe dann ein oder mache dann eben meinen Dreh daraus. Insofern ist dieses etwas alleine machen nicht nur, dass man dann getrennt ist, sondern dass man eben auch seine unterschiedlichen Interessen oder Neigungen ihnen nachgeht. Ich kann es nur noch mal wiederholen, dass auch wenn man Demenz hat, dass ich gemerkt habe, ich bin deshalb nicht deppert ja, oder sonst was. Sondern das gehört einfach dazu jetzt. Aber traurig ist es auch. Also es ist beides. Weil ich merke, dass bestimmte Energien immer weiter zurückgehen. Und da gibt es irgendwie noch kein was einem helfen kann. Außer Ja zu sagen zu sich. Ich danke insbesondere Adelheid Siglin und Christian Peters für ihre Offenheit. Einige weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.